willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Klimahappen-Initiativen im Fokus. Mit unseren Klimahappen wollen wir als CBAU GmbH Klimaschutzaktivitäten aus Hamburg und Norddeutschland und vor allen Dingen auch die Gesichter dahinter sichtbar machen. Im Mittelpunkt stehen dabei Ideenaustausch, Vernetzung und hoffentlich inspirierende kommende 45 bis 60 Minuten. Und damit wir in Austausch miteinander kommen können, haben wir eine Chatfunktion eingerichtet, die gerne genutzt werden kann, um an uns oder vor allen Dingen unsere heutigen Gäste Fragen zu stellen, aber auch Ideen und Hinweise untereinander auszutauschen. Und was heute auch nicht fehlen darf, ist noch einmal der Hinweis, dass unsere Klimahappen gefördert werden vom Moin Zukunft Hamburger Klimafonds, der Hamburger Klimaschutzstiftung und der Bukea. Mein Name ist Jessica und ich moderiere heute zusammen mit meiner Kollegin Lisa den Klimahappen. Und dann fangen wir auch gleich sofort an, würde ich sagen. Lisa, welches Thema haben wir denn heute mitgebracht? Unser heutiges Thema ist gesunde Städte bei unserem zweiten Klimahappen insgesamt. Und ja, Städte werden dichter, das Verkehrsaufkommen wird auch immer mehr, es steigt und der Klimawandel bringt natürlich auch einiges mit sich. Hitzetage, Trockenheit, Starkregen, wie wir jetzt in den letzten Tagen vor allem in Süddeutschland auch gesehen haben. Ja, das alles macht einiges mit uns, vor allem auch in Bezug auf die Gesundheit. Und deswegen haben wir jetzt zwei Initiativen heute eingeladen, mit uns darüber zu sprechen. Wie können wir nämlich unseren Alltag und unsere Städte nachhaltig und lebenswert gestalten? Für die Beantwortung haben wir nämlich Psychologists for Future und die heilende Stadt mit dabei. Die Psychologinnen und Psychotherapeutinnen von Psychologists for Future bringen ihr Fachwissen in den Umgang mit der Klimakrise zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft ein. Lena Hüschen, du bist heute von Psychologists for Future mit bei uns dabei. Und was macht denn eigentlich euch als Initiative aus? Genau, hi, danke erstmal für die Einladung, ich freue mich sehr. Genau, also wie schon gesagt wurde, ist es sozusagen ein Bündnis aus PsychologInnen und PsychotherapeutInnen und wir sind ein Teil der Fridays for Future Bewegung. Also es gibt ja so unterschiedliche Teile wie Scientists for Future und so weiter und wir sind auch ein weiterer Teil sozusagen der Bewegung. Und wir haben uns so ein bisschen zusammengeschlossen, um verschiedene Dinge anzugehen, weil wir haben halt so gemerkt, okay, es ist super, super wichtig, dass man guckt, wie die Klimakrise sozusagen einfach Gefühle aufbringt und wie dann dieser Umgang positiv gefördert werden kann mit diesen Gefühlen. Und dazu gehen wir häufig einfach in die Wissensvermittlung und machen Referate und Workshops und so weiter auf Anfragen, zum Beispiel in Schulen oder in Organisationen. Und außerdem gehen wir auch so ein bisschen in die Forschung hinein und versuchen ein bisschen zu dem psychologischen Zusammenhang zu der Klimakrise zu forschen. Genau, und natürlich begleiten wir auch so oder unterstützen Aktivistis oder unterstützen auch andere Organisationen, die halt anfragen, sozusagen, genau. Und wir versuchen damit eigentlich so ein bisschen dieses Ziel einer demokratischen, sozialen und nachhaltigen Zukunft ein bisschen entgegenzustreben. Genau. Ja, super. Vielen Dank. Wir wollen auf jeden Fall gleich noch mehr davon hören. Aber erstmal gehen wir zu der zweiten Initiative. Und zwar ist das der Verein Heilende Stadt, der nämlich Städte als Orte, die der ganzheitlichen Heilung von Körper, Geist und Seele dienen, betrachtet. Habe ich das so gesagt? Ich weiß nicht. Die haben es mal so aufgeschrieben. Ja, genau. Ja, das ist richtig. Norbert, du bist von dem Verein Heilende Stadt. Was macht ihr denn genau und was für eine Vision verfolgt ihr? Genau, die Vision hast du ja eben schon ein bisschen formuliert. Also im Prinzip ist es ja eine Frage. Wir haben ja gar keine Antwort oder keine fertige Antwort darauf. Und die Frage ist, wie sehen unsere Städte aus, wenn sie für Körper, Geist und Seele heilend wären? Das ist das, was mich jetzt persönlich vor 10 Jahren, als wir uns ungefähr gegründet haben, bewegt hat. Und das ist eigentlich immer noch so der Leitstern, an dem wir uns bewegen. Das ist natürlich jetzt die Metaebene.
Und ganz praktisch ist es so, dass wir eigentlich von Anfang an begonnen haben, Projekte in der Stadtnatur, in der Stadt anzubieten. Also wo es immer darum geht, dass wir mit der Natur auch sinnlich in Beziehung gehen und gemeinschaftsfördernde Aspekte in diesen Projekten haben. Wir haben dann angefangen mit dem Projekt Green Gym, was aus Großbritannien kommt, was wir importiert haben, wo es darum ging, mit Menschen in Parks die Parks zu pflegen, also gemeinwohlorientiert zu arbeiten, aber auch als Gruppe immer, ne, sich zusammenzukommen und auch gemeinsam sich zu bewegen. Es gab immer so ein festes Setting. Dieses Projekt haben wir dann an 4 Standorten in Hamburg immer so nacheinander aufgebaut, Fördermittel akquiriert, in den Stadtteilnetzwerke aufgebaut, die Leute ausgebildet, also immer versucht, diese Projekte zu initiieren, insgesamt 4 Stück. Und wir haben irgendwann dann gemerkt, dass das uns auslaugt und das ist natürlich bei diesem Ansatz nicht das, was wir erreichen wollen und haben festgestellt, dass es wichtig ist, dass wir einen Ort finden, wo wir arbeiten, also wo wir unseren Ansatz verwirklichen können. Und den haben wir jetzt gefunden mit dem Heilgarten im Altonaer Volkspark, kann ich sicherlich gleich dann nochmal das eine oder andere zu sagen, wo wir jetzt aber die Angebote bündeln, die wir insgesamt jetzt als Verein entwickelt haben. Und auch viele Externe haben, die bei uns auf dem Gelände ihre Angebote anbieten können. Ja. Vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage. Du hast uns nämlich was mitgebracht. Was genau? Das war ja die Aufgabe. Genau, ganz zufällig habe ich eine Pflanze mitgebracht. Die ist jetzt nicht, leider nicht aus dem Heilgarten, aber es geht letztendlich darum, ein Symbol hier zu haben, an dem man sehen kann, dass es immer wichtig ist, dass wir mit der Natur in Beziehung gehen. Also, dass wir Natur nicht mehr als Kulisse verstehen, was sie heute noch so ist, oder zur Selbstoptimierung, damit es uns irgendwie besser geht, sondern letztendlich geht es immer darum, dass wir Teil der Natur sind und dass wir das in der Beziehung erleben. Und das ist ein Kern unserer Aufgabe von unseren, oder ein Kern unserer Angebote auch, dass wir das erfahren. Also dass wir Beziehungspflege mit der Natur betreiben, uns immer als Teil von ihr verstehen. Und Natur nicht dazu da ist, oder vorrangig kann natürlich auch sein, dass es uns als Menschen besser geht. Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich möchte vielleicht noch mal ein paar Schritte zurückgehen tatsächlich und einfach mal die Frage an euch stellen, was denn überhaupt für euch eine gesunde Stadt ist. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die Frage, die wir erstmal, bevor wir jetzt tiefer in Diskussion und Unterhaltung einsteigen, vielleicht erstmal beantwortet haben sollten. Also, was ist für euch eine gesunde Stadt? Und vielleicht kann man das auch noch mal in Zusammenhang setzen mit diesen Themen Klima. Wir hatten eben schon über Natur gesprochen und auch das Wort Gemeinschaft habe ich auch schon von euch gehört. Vielleicht, weiß nicht, Lena, magst du einfach mal starten? Also ich finde, eine gesunde Stadt muss auf verschiedenen Ebenen und Komponenten eine gesunde Stadt sein. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie definiere ich eine gesunde Stadt? Und wenn man jetzt so von dem Ansatz ausgeht, den ich ganz schön finde oder den wir ganz schön finden, dass wir sozusagen als, also Gemeinwohl als Ziel ein bisschen haben wollen und dass es uns gut geht und also psychisch und physische Gesundheit sozusagen da ist, dass man als eine Gemeinschaft wirklich auch lebt und dass das auch nachhaltig ist und dass man das auch in der Zukunft weiter so machen kann, dann finde ich, gibt es einfach verschiedene Ansätze, wo man da so angehen kann. Und das eine ist, finde ich, so ein bisschen dieser, wie baue ich eine Stadt auf? Und da so ein bisschen die Infrastruktur mäßig, okay, wir haben genug öffentliche Verkehrsmittel, das ist ja auch grundsätzlich so ein typisches Thema. So, wir haben genug öffentliche Verkehrsmittel, die man auch gut, einfach wirklich gut nutzen kann, auf die Menschen auch wirklich Zugriff haben und die benutzen dürfen und können. Und das zum Beispiel, dann haben wir genug Fahrradwege, dann haben wir genug Fußgängerwege. Und ich finde, das ist eine Komponente, die super wichtig ist, aber dann auch so ein bisschen weitergehend, okay, wie möchte ich dann die Stadt weiterhin gestalten? Weil es ist ja einfach eine, also zum Beispiel Hamburg ist ja einfach eine große Stadt, die relativ busy ist, wo relativ viel los ist, dass man dann einfach so ein bisschen Ruhepole schaffen kann, wo Menschen sich als Gemeinschaft so ein bisschen auch zusammenfinden können und etwas Sinnstiftendes machen können und kreieren können und handeln können sozusagen. Aber auch, wo vielleicht einfach man so ein bisschen zurückfahren kann, wie du auch meintest, ne? Also das ist ja einfach auch super wichtig, so ein bisschen wieder Naturverbundenheit zu spüren. Okay, ich fühle mich verbunden zu der Natur, ich bin Teil der Natur. Das können wir ja gar nicht ändern, sind wir, auch wenn wir uns manchmal nicht so fühlen in unseren Wohnungen mit unseren Handys und so weiter. Und diese Naturverbundenheit zum Beispiel durch so Green Spaces sozusagen, also so durch Parks zu haben, ist, glaube ich, sehr interessant und sehr wichtig, damit man Stress abbauen kann und wieder zur Ruhe finden kann so ein bisschen. Und dass die Lebenszufriedenheit auch steigert, dass man dann
auch so in der Stadt, Innenstadt, also in der Innenstadt einfach ein bisschen ruhiger das angeht, auch von dem Verkehr an. Das sind so verschiedene Sachen, aber dann würde ich auch nochmal so ein bisschen auf die grundsätzliche, so ein bisschen Wirtschaftstransformation eingehen wollen, wo es so ein bisschen um die Schadensreduktion geht. Von unserer jetzigen Perspektive aus haben wir einfach sehr viel Schaden angerichtet, leider. Aber wir sind, weil wir auch die, also wir sind die Komponente, die Schaden anrichtet, deswegen können wir die aber auch sein, die den Schaden vermindert. Und deswegen können wir auch die sein, die nachhaltig auftritt und die zirkulär und langfristig denkend vielleicht ein bisschen drangeht. Also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja dieses zum Beispiel dieses 7-Generationen-Denken, dass man sich so fragt, okay, ist mein Handeln oder ist unser Lebensstil gerade hilfreich für das Leben, das in 7 Generationen kommt? Dass man ein bisschen mit dieser nachhaltigen Perspektive drangeht, aber auch einer präventiven Perspektive. Es sind viele Aspekte, die ich jetzt gerade einbringe, ich weiß, wo man so ein bisschen guckt, okay, wie kann ich präventiv gucken, dass es Menschen auch gut geht, dass es auch Menschen mit der Klimakrise gut geht, weil es kommen sehr viele Sorgen, Ängste und Gedanken auf und Komplikationen einfach auch auf einer strukturellen Ebene, wo wir gucken wollen, okay, wie gehen wir damit um und wie gehen wir das an sozusagen, also präventiv angehend und auch vor allen Dingen solidarisch mit Menschen, die weniger Möglichkeiten haben, die weniger Privilegien haben, dass wir sagen, okay, wir möchten alle Menschen einbinden, auch die, die zum Beispiel einen geringeren sozioökonomischen Hintergrund haben, die eine Minoritätengruppe sind, dass man da einfach auch solidarisch die Menschen wirklich auch einbezieht, Entscheidungen einbezieht, dass man zuhört, dass man sagt, okay, ich möchte wirklich euren Input haben. Und genau. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt ein paar Punkte abgearbeitet. Viele der Punkte werden wir auf jeden Fall nochmal, glaube ich, jetzt aufsatteln, weil das ja schon sehr umfangreich war. Ich möchte trotzdem auch dir nochmal die Chance geben, darauf zu antworten. Genau, das ist schon sehr viel. Ich bin ganz überlegt, was ich noch ergänzen kann. Ja, ich bin ja selber Stadtplaner, deswegen gucke ich auch ein bisschen aus der Perspektive mal drauf. Das war aber bei Heilende Stadt eigentlich nie das, was wir aktiv betrieben haben, also Stadtentwicklung. Wir haben zwar mal Workshops dazu gemacht, aber insofern haben wir jetzt aus unserer Praxis da auch nicht, ne, was Stadtentwicklung angeht, so richtig was zu berichten. Aber ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und es gibt einen Ansatz, der nennt sich Biotope City. Das gibt es schon seit 2004, hat Professor Helga Fassbinder damals entwickelt. Und das ist die Idee einer Stadt, die auch als Natur verstanden wird. Also sie hatte dieses Beispiel, das ist ein Termitenhügel, der ja auch, ne, sozusagen ein künstliches Produkt ist, dass Städte eigentlich auch Naturprodukte sind. Und letztendlich plädiert sie dafür, dass wir anfangen, Städte und Natur sehr viel enger miteinander zu verzahnen. Das ist gar nicht so sehr die Frage der Dichte. Dichte ist, ne, also in vielerlei Hinsicht ökologisch ja auch gar nicht so schlecht, aber es ist eigentlich, da geht in der gesamten Stadt dieses Verweben von Natur und Wohnen und Arbeiten stärker hinzubekommen, was ja jetzt immer noch sehr stark getrennt ist. Wir haben Bereiche, da gibt es gar keine Natur und andere, da gibt es dann Parks, wo man hingeht. Und es eigentlich darum geht, dass, weil wir auch insgesamt irgendwann mit einer urbanisierten Gesellschaft zu tun haben werden, das nimmt ja immer weiter zu, dass wir diese Art von Lebensraum so gestalten, dass er auch ein naturverbundener Raum ist generell. Also das ist der grundlegende Ansatz und ich kann die Website auch nur sehr empfehlen, biotopcity.net. Mhm. Genau, weil sie da schon seit über 20 Jahren quasi Wissenschaftler dazu bewegt, Beiträge zu leisten. Und das hat, glaube ich, auch diese ganze Diskussion unter anderem sehr vorangebracht. Und wir haben ja auch schon viele Entwicklungen erlebt, wie es auch im Gardening, Dachbegrünung hatten wir, Wandbegrünung und so weiter. Ansonsten gab es oder gibt es ja jetzt auch interessanterweise an den Unis in der Stadtplanung immer mehr dieses Thema, ne, was ist eigentlich mit den Tieren in der Stadt? Wir haben bei uns einen studentischen Mitarbeiter, der seine Bachelorarbeit zum Thema Stadttauben schreibt. Also um da auch wegzukommen von so einem Blick auf die Tiere, der eher die zu Objekten macht und dann auch sehr negativ bewertet, um auch da eine andere Art von Umgang und Beziehung herzustellen. Das sind so kleine Bausteine. Ich glaube, unter Cohabitation läuft diese Diskussion dort, ich weiß nicht, es gibt ein Arch-Plus-Heft dazu, also das ist ein Thema, was in der Stadtplanung immer stärker kommt und Animal-Aided Design fällt mir noch ein, das ist dann auch so eine methodische Geschichte, wo es eigentlich darum geht, bei jedem Neubau zu überlegen, wie wir eigentlich diese Lebensräume von, ne, Vögeln und Tieren und so weiter
integrieren und gleich immer schon mitdenken als Ganzes und nicht mehr so diese Trennung in Sektoren. Das sind so Beispiele. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel, Naturerfahrungsräume gibt es auch schon sehr lange. Leider in Hamburg keinen einzigen. Das sind Gebiete, die extra ausgewiesen werden, damit vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene mit der Natur in Kontakt gehen können und auch dort mal was verändern können. Wir haben ja sehr viele geschützte Naturräume, was wichtig ist, aber ich glaube, es ist genauso, nein, nicht genauso wichtig, ist vielleicht ein falsches Wort, aber es ist auch wichtig, dass wir Räume haben, das ist für unsere Arbeit wichtig, wo Menschen auch mit der Natur mal in Kontakt gehen können, anders als das üblich ist, mal ins Unterholz gehen können und so weiter, ohne dass man da gleich Probleme hat mit dem Naturschutz. Das heißt, dafür muss man Räume schaffen, dafür plädieren wir auch, wir sind ja jetzt ansässig im Altonaer Volkspark und auch da würden wir uns das sehr wünschen, dass man mal drüber nachdenkt, weil wir auch immer Gruppen haben, mit denen wir in die Natur gehen und natürlich die Vögel nicht stören wollen zu bestimmten Zeiten, aber auch Räume brauchen, wo wir sozusagen diese Praxis hinbekommen. Ja. Richtig coole Ansätze, richtig schöne, interessante Ansätze, finde ich. Da vielleicht noch mal kurz die Nachfrage. Du hattest ja vorhin schon angesprochen und jetzt gerade auch noch mal den Heilgarten in Altona. Ja. Das ist kein solcher Naturerfahrungsraum. Das ist ja ein ehemaliger Betriebshof. Also da haben die städtischen Mitarbeiter ihren Sitz gehabt, die den Park bewirtschaften. Da ist also Asphalt versiegelt, das ist eine große Fahrzeughalle gewesen, also eher so ein Lost Place. Die Anlage ist damals 2012 aufgegeben worden, stand 10 Jahre leer. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, den langsam umzubauen. Da sind wir dabei, kann ich vielleicht auch noch dann ein bisschen mehr erzählen. Aber der Ort selber ist eigentlich eher Treffpunkt, Ausgangspunkt für die Aktivitäten und selbst noch nicht, liegt halt in so einem Waldbereich im Volkspark, aber ist selbst eigentlich eher so ein Veranstaltungsort mit so einem kleinen Waldhäuschen, wo wir Seminarraum haben und so weiter. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, würde ich einfach sagen, erzähl uns ruhig mehr zu dem Thema Heilgarten. Also wir hatten die Frage eh für später. Ja, genau, das ist ja auch unser zentrales Projekt, also das, was wir im Kern jetzt eigentlich machen. Die Idee ist, einen Ort zu schaffen, wo das, was ich eben so theoretisch beschrieben habe, dann praktiziert werden kann, also wo wir mit der Natur sinnlich in Verbindung gehen, aber auch, wo wir etwas lernen über naturnahe Ernährung, ist ein großes Thema, und auch naturnahe Bewegung. Für dieses Thema Bewegung sind wir dabei, so einen Außensport- und Bewegungsdeck zu schaffen. Da schaffen wir jetzt die ersten Voraussetzungen, werden wir hoffentlich mit Fördermitteln in den nächsten Jahren auch noch dann richtig hinbekommen. Und wir haben jetzt einen urbanen Waldgarten angelegt, das heißt eine besondere Vegetationsform, also kein Gemüsegarten, sondern eher ortstypisch Waldkräuter, Wildkräuter, Stauden, essbare Sträucher und so weiter. Also eine sehr dichte, waldtypische Struktur. Und auch damit wollen wir dann dieses Thema, was kann man auch daraus machen, an Heilmitteln vermitteln. Also es eigentlich darum geht, wie kann ich meinen Lebensstil langsam so verändern, dass ich gucke, wie kann ich mich naturnäher ernähren und welche Pflanzen gibt es und was kann ich vielleicht auch für meine Gesundheit da mitnehmen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit diesem urbanen Waldgarten dann in Kursen das zu vermitteln und natürlich vor allem Richtung Kinder und Jugendliche, weil ich glaube, dass das diese Art von Wissen eigentlich zu unserem Grundwissensschatz gehören sollte. Ne? Mhm. Also wie so eigentlich ein Waldkindergarten als optimalen Kindergarten, wo man Natur in Nähe lernt. Und es gibt auch erste Naturschulen, das geht auch in diese Richtung. Genau, und wir wollen da einen Beitrag leisten und auch ein Lernort werden für Hamburger Schulen und werden auch da gucken, dass wir ein Kurssystem aufbauen. So, das ist das eine. Das andere ist, dass jetzt schon im Heilgarten eine ganze Reihe von Anbietern, die auch im Volkspark schon länger was anbieten, bei uns mit im Flyer sind, im Programm sind. Es gibt da Rundgänge so nach Wohlleben, wo man sich informieren kann über das, was im Wald passiert. Dann gibt es Waldbaden, dann gibt es Yoga, dann Walking, also so viel Bewegung und Naturverbindung so als großes Dach. Ja. Habt ihr vor, dann eher so Grundschulen oder eher Oberstufen? Oder Genau, das hängt ein bisschen von den Kursen ab. Das ist ja alles noch im Aufbau. Also wir sind froh, wenn wir nächstes Jahr soweit sind, dass wir diese komplette Areal soweit haben, dass wir quasi wirklich schönen Garten dort haben. Und dann wird dieses Kurssystem aufgebaut. Auch dafür müssen wir natürlich erstmal Fördermittel einwerben. Das wird dann auch ein großes Thema in der Zukunft sein, diese Strukturen zu entwickeln, weil wir das natürlich irgendwann auch ehrenamtlich nicht mehr leisten können. Ja. Das ist auch klar. Das geht jetzt noch, aber das geht natürlich dann auch an die Grenzen von allen. Aber ich glaube, die Idee trägt und ich glaube auch, dass es gerade in dem Thema, zu dem Thema, was wir heute haben, Klimaanpassung, was müssen wir eigentlich
gesellschaftlich tun, dass das sehr gut reinpasst, sodass wir hoffen, dass wir da auch die ein oder andere Förderung erhalten. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Projekt. Mhm. Wir haben tatsächlich im Chat auch noch den Link dazu. Also dann kann man auch direkt gleich mal vorbeischauen, jetzt oder später auf jeden Fall. Genau. Ich würde mich nochmal dafür interessieren, aber gerade an dich. Mhm. Wir haben jetzt, du hast eure Verein und auch jetzt der Heilgarten haben immer diesen Begriff des Heilens. Mhm. Und wir haben jetzt heute aber ja das Thema so gesunde Stadt. Ja. Da würde mich mal so ein bisschen interessieren, wo siehst du da vielleicht auch den Unterschied zwischen einer gesunden und einer heilenden Stadt? Genau, wir haben das, du hast es ja schon im Prinzip gesagt, ne? Also die gesunde Stadt umfasst vor allem diese körperliche Ebene und dann sicherlich auch noch die psychische oder auch soziale Ebene. Das ist meines Erachtens, es gab ja irgendwie diese Charta von Ottawa, hatte ich irgendwann mal recherchiert, ne? Wo die gesunde Stadt definiert wurde. Das ist so das Spektrum, womit sich die gesunde Stadt befasst. Und ich komme jetzt aus dem Kung-Fu, das ist so mein Hintergrund. Deswegen ist mir dieses geistige Thema immer so wichtig. Manche sagen spirituell, aber das sind dann auch eher die Begrifflichkeiten oder Konzepte, die unterschiedlich sind. Letztendlich geht es um dieses Thema, dass wir eben nicht nur so Personen und Menschen oder persönlichkeitsorientiert arbeiten, sondern uns auch immer in diesem größeren Kontext sehen. Also dass wir es nicht immer nur darum geht, ne, für Menschen das Bessere hinzubekommen, sondern wir sagen, lebensdienlich zu handeln. Und das ist eigentlich so diese Grundausrichtung, also letztendlich das Bewusstsein, dass wir Teil eines großen Ganzen sind und auch in diesem Sinne handeln sollten. Das ist der Ansatz dahinter. Und da gibt es natürlich dann auch sehr unterschiedliche Ansätze und wir haben es eigentlich immer so gehalten, dass wir da offen sind, ne, für alles, was wir jetzt so, sagen wir, für vernünftig halten. Gibt es natürlich immer so Grenzbereiche, aber auf jeden Fall ist das der Unterschied, dass das, was man so diese geistige Ebene oder spirituelle Ebene nennt, dann eigentlich dazukommt. Das ist in der gesunden Stadt, glaube ich, die haben sich das bisher noch nicht so richtig getraut. Oder ich weiß nicht, ob es eine Diskussion gibt, ich bin da jetzt auch nicht in den Debatten drin, aber das würde ich sagen, ist der kleine Unterschied. Nun, die anderen Sachen sind bei uns ja auch Thema, Bewegung, Ernährung, gesunde Lebensverhältnisse, aber das ist der Unterschied, dass wir da sozusagen diesen Bereich auf jeden Fall mit drin sehen, weil wir das eben für wichtig halten. Und ich glaube auch, dass das jetzt gerade dieser ganzen Klimadiskussion ein ganz entscheidender Punkt ist, der noch unterschätzt wird, dass wir diesen Bewusstseinswandel brauchen, dass wir halt lebensdienlich alle handeln und nicht nur menschenzentriert. So, das ist ja der Unterschied. Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Ich würde trotzdem gerne einfach jetzt auch nochmal auf den Menschen an sich zurückkommen und zwar so ein bisschen auf das Thema jetzt nochmal psychische Gesundheit und was dieser, ja, sagen wir mal, Klimawandel tatsächlich mit uns macht. Und da vielleicht an dich, Lena, einfach mal so die Frage, ja, was sind denn diese Auswirkungen gerade auf die psychische Gesundheit, die der Klimawandel und das ganze Thema so mit sich bringen? Ja, da ist, genau, das Erste, was mir immer da in den Kopf kommt, ist so ein bisschen so, Psyche kann man vom Körper nicht lösen. Also es ist die psychische und die physische Gesundheit sozusagen, die hängen einfach eng miteinander fest. Und mit dem Klimawandel, also es gibt natürlich indirekte Faktoren sozusagen, dass wenn ich sage, okay, der Klimawandel beeinflusst den Körper und das beeinflusst dann, wie es mir geht, so wie ich mich fühle, das ist dann ja so eher indirekt und dann gibt es auch den direkten Effekt. Und wenn ich jetzt erstmal auf den indirekten gucke, dann ist es ja so, dass beim Klimawandel verschiedene Risiken einhergehen, also so ein bisschen Herz-Kreislauf-Risiken steigen, so Hitzetote gibt es einfach super viele. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und auch wenn man es nicht glaubt, ist Deutschland schon ein Land, was sehr viele Hitzetote auch im Vergleich erfährt. Und dann gibt es so, dann gibt es noch Infektionskrankheiten und Virusse, die länger anhalten sozusagen und das alles zusammen beeinflusst natürlich auch die Psyche. Also zum Beispiel an einem Beispiel jetzt die Luftverschmutzung, die steigt mit der ansteigenden Hitze sozusagen. Und dann sind da mehr, also konzentrierter die Schadstoffe in der Luft. Und dann inhaliere ich die, also dann lebe ich zum Beispiel an einer stark befahrenen Straße und dann so atme ich die ganze Zeit diese Schadstoffe ein und dann sind die im ganzen Körper, in den Blutbahnen sozusagen, und weil die aber so klein sind, kommen die sogar durch die Blut-Hirn-Schranke, nennen wir das. Also hier durch diese Schranke, die in den Kopf reinkommt. Und dann beeinflussen die halt unser Gehirn. Und das alleine kann zum Beispiel psychische Erkrankungen auslösen, wie Depressionen, wie Psychosen sogar. Also ganz viele verschiedene Erkrankungen. Und da sieht man einfach nochmal diesen direkten Effekt, einfach so ein bisschen, wie der Körper und die Psyche zusammenhängt. Und dann ist es aber auch so, dass einfach, wenn man auf die Bevölkerung grundsätzlich guckt, dass einfach
Also wenn man sich umguckt, ich weiß nicht, ob ihr das voneinander kennt oder grundsätzlich von der Umgebung kennt, aber ich kenne es auf jeden Fall von mir und auch habe das schon von sehr vielen Menschen gehört, dass man einfach besorgt ist über das Klima, dass man einfach Angst hat, was jetzt als nächstes passiert. Und das geht natürlich auch alles so ein bisschen so, was passiert als nächstes, geht da natürlich ein bisschen damit einher, dass man so Stabilitätsverlust hat. Also Grundbedürfnisse von uns Menschen wie Sicherheit, die sind einfach nicht mehr so dolle gegeben, weil wir so sind, okay, ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt, ich weiß nicht, was jetzt alles passieren wird und ich kann es auch nicht wirklich kontrollieren. Also ich habe, das ist mir wichtig zu betonen, ich habe einen bestimmten Ansatz an Kontrolle. Wir alle haben Handlungsmöglichkeiten, wir alle haben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich tue jetzt etwas, also nicht alle, aber grundsätzlich kann der Mensch etwas tun und grundsätzlich können Individuen was tun. Es kommt auch immer sehr auf die Lebenssituation an, welche Privilegien man hat und wie der Alltag gestaltet ist und so weiter. Also das ist natürlich auch beschränkt. Aber trotzdem haben wir Handlungsmöglichkeiten sozusagen. Wo es aber trotzdem natürlich fehlt, ist, ich kann jetzt nicht als Einzelperson sagen, okay, ich schalte den Klimawandel jetzt ab, das wird nicht passieren. Und das sind halt Grundbedürfnisse von uns Menschen, wie Kontrolle, wie Sicherheit, dass die einfach wegfallen, wo man oder die unsicherer werden. Und das ist einfach eine große Besorgnis, die auftritt. Und mit diesen Gefühlen umzugehen, wenn man sich so ein bisschen so zurückversetzt, okay, ich habe so richtig dolle Angst, in einem Moment, wo man im Leben so richtig dolle Angst hat, da sich rauszuregulieren und zu gucken, wie gehe ich damit gut um. Also das bedeutet auch, dass die Angst runtergeht in dem Moment, aber auch langfristig, dass meine Strategien, wie ich damit umgehe, positive Effekte haben, das ist einfach super, super schwierig. Und das beeinflusst sich halt natürlich. Natürlich ist es auch so, wenn jetzt Hitzetote sind, also wenn einfach Bekannte von mir versterben, zum Beispiel auch in den Risikogruppen, einfach ältere Menschen, als Beispiel einfach, als eine Risikogruppe, das ist natürlich auch super belastend. Oder wenn Extremwetterereignisse aufkommen oder wenn man davon hört. Also es sind einfach so viele, viele verschiedene Faktoren, die die Psyche belasten können. Aber das sind zum Glück auch alles Faktoren, wo wir wissen, man kann gut damit umgehen. Also es gibt Möglichkeiten, die den Umgang wirklich positiv beeinflussen. Und da anzusetzen und zu gucken, okay, wie schaffe ich das? Das ist einfach eigentlich das Ziel so ein bisschen. Und das ist auch ein bisschen das Ziel so der Organisation, weil das so ein bisschen versucht, das zu fördern. Ja, genau. Ich glaube, damit habe ich das meiste gesagt. Ja, da würde ich tatsächlich so... Nee, ja, ich wollte danken, nee, weil ich finde, das ist ein spannendes Thema, ja. So was mich ja auch sehr viel bewegt. Also wie wir eigentlich damit umgehen, ne, mit diesen Ängsten, die ja steigen. Oder dieser dauerhaften Krisensituation ist ja dann nicht nur der Klimawandel, aber vieles auch, ne, was ja, Folge dessen ist. Weil ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, wie wir Wege finden, damit umzugehen. Also, auch, genau, finde ich auch. Und das ist super, super wichtig. Vor allen Dingen jetzt auch in der Gesellschaft einfach so, wie gehe ich auch mit den, also wie gehen wir als Gesellschaft um? Weil zum Beispiel ist auch, wenn die Hitze steigt, steigt auch das Aggressionslevel. So, und das ist, also, was aufkommt. Und wenn man jetzt daran denkt, okay, es wird in den nächsten Jahren steigen, die Hitze, und dann wird das Aggressionslevel auch steigen, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Wie wollen wir den Umgang miteinander gestalten? Weil natürlich, wenn solche Sachen passieren und wenn man Sorge und Angst hat, dann ist natürlich auch ist es einfach super schwierig, dass so zu gestalten, dass wir als Gesellschaft zusammenarbeiten. Weil wir wollen ja als Eins sozusagen in eine Richtung gehen oder als ein diverses Eins in eine Richtung gehen sozusagen. Und das finde ich einfach super, super wichtig, wie du auch meinst. Okay, wie gehen wir als Gesellschaft um? Wie schaffen wir das, das zusammen irgendwie anzugehen? Aber es gibt ja Möglichkeiten und das finde ich, kann einen immer hoffnungsvoll sozusagen stimmen. Ja, ich würde sonst ergänzen, vielleicht aus unserer Sicht zu dieser Frage. Also ich glaube, das knüpft so ein bisschen an das an, was ich vorher gesagt habe, dass es wichtig ist, dass wir wieder Vertrauen in das Leben gewinnen. Und wir haben so einen Ansatz, der nennt sich naturzyklischer Ansatz, also dass wir eigentlich gucken, dass wir Menschen Teil der Natur sind und in diesen Kreislauf einbetten, weil Natur immer ja Kreisläufe sind. Jeder Tag ist ein Kreislauf, jedes Jahr die Sonne, der Mond und so weiter. All diese, das sind alles zyklische
Naturbewegung. Und dass wir gucken, dass wir als Menschen wieder stärker das Verständnis hinbekommen, dass wir Teil dessen sind, also dass wir Teil dieses Werdens, aber auch Vergehens sind. Also das ist ja immer dann die Konsequenz, wenn wir nicht immer nur Wachstum haben, dass immer nicht nur schneller, höher, weiter geht, sondern irgendwann geht quasi die Bewegung nach unten. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben eines zyklischen Lebens, dann glaube ich, dass wir da stärker sozusagen eine Sicherheit haben, dass wir aufgehoben sind. Mhm. Ist jetzt erstmal sehr abstrakt, aber können wir sonst auch nochmal auch an Beispielen festmachen, weil wir natürlich gerade das Thema in der Gesellschaft haben, dass wir uns immer im Frühling und Sommer bewegen, also dieses Arbeiten, Tun, Machen, Erreichen, Verbessern. Und diese anderen Qualitäten von Loslassen, einfach nur sein, ruhen und so weiter, das sind ja Qualitäten, also Herbst- und Winterqualitäten jetzt nach diesem Modell, die in unserer Gesellschaft ja unterentwickelt sind. Ne? Auch das, wir sprechen so von Midlife-Crisis, was negativ gesehen wird, aber eigentlich ist es die Erkenntnis, dass dann der Peak erreicht ist und es jetzt langsam abwärts geht. Also das ist ja eine ganz natürliche Reaktion. Also, dass wir gucken, dass wir zyklisch denken und diesen zweiten Teil von Loslassen, einfach nur sein, nicht mehr machen müssen, tun, den stärker entwickeln. Und das ist eben auch die Arbeit, die wir in der Natur versuchen zu vermitteln. So, ja. Da habe ich noch eine Assoziation, zu der einfach gerade in meinen Kopf gepoppt ist. Es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber diese riesigen Bäume in Kanada oder so, die so ganz, ganz, ganz groß sind und die ganz alt werden. Und da gab es, glaube ich, mal ein Experiment, was ich gelesen habe, dass die Adrenalin in die Bäume injiziert haben und die deswegen diese Ruhepause im Herbst, Winter nicht mitnehmen könnten. Und dann sind die Bäume einfach innerhalb dieses Jahres verstorben. Und man braucht, also die Natur braucht das und wir Menschen brauchen das auch, da stimme ich komplett zu, diese Ruhepausen, dieses Runterkommen, das Entspannen und dieses zyklische Denken und das Wandeln als Konstante sozusagen, also dass der Wandel einfach stetig ist. Ja, an sich ist es eine indigene Sichtweise, die wir natürlich als Gesellschaft komplett verloren haben. Wir sind komplett anders ausgerichtet. Aber ich glaube, wir brauchen wieder mehr von diesen Qualitäten, um anders ins Gleichgewicht zu kommen. Also, dass wir ja das eigentlich immer vermitteln. Und deswegen ist die Arbeit mit den Jahreszeiten aus unserer Sicht auch so wichtig. Wir bieten auch Jahreszeitenrituale an, wo wir eigentlich dann ja 4 oder 8 Mal im Jahr immer bei den Übergängen der Jahreszeiten rausgehen in die Natur und quasi uns mit der Natur verbinden und dieser Bewegung. Ne? Das ist eine ganz andere Bewegung, jetzt aus dem Winter in den Frühling zu kommen. Das kennt man nur so, Frühlingsgefühle, alles, was damit zu tun hat, diese Energie, die da ist. Aber auch zum Beispiel im November zum Winter hin diese absinkende Bewegung mitzugehen, auch persönlich, innerlich. So, da sind wir ja völlig entkoppelt. Es ist viel auch über Ernährung. Früher hatte man da stärkere Verbindungen, ne, weil man noch mitbekommen hat, wie quasi unsere Lebensmittel produziert wurden. Heute geht man in den Supermarkt, ist völlig entkoppelt. Und in der Stadt, wenn man jetzt nicht direkt am oder im Wald wohnt, hat man natürlich auch wenig dieses Erleben der Jahreszeiten. Aber darüber können wir, über diese Verbindung mit dieser natürlichen Bewegung, können wir innerlich da uns sehr gut einbetten. So, und man kann es eben auch im übertragenen Sinne immer nutzen als geistige Landkarte, die anders ist als die immer nur aufwärts bewegen. Also ein grundlegend naturzyklischer Ansatz als geistige Landkarte ist das, was wir sozusagen auch bei vielen Kursen versuchen zu vermitteln. Ein schönes Beispiel. Ich hätte tatsächlich an dich, Lena, nochmal die Frage. Du hast es jetzt immer so gesagt, es gibt so Wege, um mit diesen Ängsten klarzukommen. Das war jetzt so sehr in den Raum gesprochen. Ja. Deswegen würde ich mich einfach mal fragen, wenn du mir jetzt Tipps geben könntest, so, und ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu dem, was du uns mitgebracht hast, was wäre das denn genau? So ganz kleine Puzzleteile. Also wenn ich jetzt sagen würde, so, ja, das beschäftigt mich, das löst irgendwie Ängste in mir. Was würdest du mir einfach so als Tipp mitgeben? Ist ein großes Thema, aber ich finde, es gibt einfach so ein paar Dinge, die man so versuchen kann zu beachten. Also einmal zu der Sache, ich habe so Puzzleteile mitgebracht, also so ein paar, ich habe noch mehr hinter der Kamera. Genau, und ich habe die so ein bisschen mitgebracht, vor allen Dingen, um so ein bisschen so darauf hinzuweisen, so wir sind alle ein Puzzleteil als Mensch sozusagen, aber wir fungieren und funktionieren ja als eine Gesellschaft und als einen Teil der Welt, auch als ein Teil der Natur. Und das zu sehen, dass wir alle Teil des Puzzleteils sind und dass wir auch alle einen Beitrag sozusagen leisten können, aber auch alle so miteinander die Verantwortung übernehmen können, das ist mir einfach sehr wichtig. Und deswegen habe ich das so ein bisschen als ein Symbol mitgenommen. Und das ist auch ein großer, ein
eine große Hilfe sozusagen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Also weil wenn man jetzt zum Beispiel so wirklich dolle Angst hat oder wirklich sich Sorgen macht und das geht dann vielleicht möglicherweise auch mit einem Verantwortungsgefühl einher, oh, ich muss jetzt etwas tun. Und das kann ja, also das ist super schwierig, denn damit umzugehen, weil das ja auch so überfordernd wirken kann. Und die Daumenregel ist sozusagen so ein bisschen so Ohnmachtsgefühle oder Panikgefühle. Das ist so ein bisschen, geht das in die Richtung so Flight and Fight. Also falls ihr das schon mal gehört habt, das ist so, also entweder renne ich jetzt weg oder ich kämpfe oder halt ich freeze, also ich erstarre. Und es hilft halt nicht wirklich zu erstarren oder das auszublenden sozusagen. Und deswegen hilft jetzt einmal für den Rundgang, hilft es einfach super dolle, in Gemeinschaft zu sein. Also, dass man sich austauscht, dass man Wege findet, sozusagen ein positives Gefühl von einem Miteinander zu bekommen. Und dass man so weiß, okay, die Verantwortung liegt nicht bei mir alleine. Und okay, hier sind Menschen, die möglicherweise entweder dasselbe fühlen oder dasselbe fühlen und auch handeln möchten oder wie auch immer. Aber einfach in den Austausch zu kommen, der auch wertschätzend gegenüber den eigenen Gefühlen ist und der offen und positiv sozusagen gestaltet werden kann, wo es Raum den Gefühlen gegeben wird, das ist nämlich auch super wichtig. So, das eine ist das Miteinander, aber das andere ist auch, okay, ich möchte meine Gefühle zulassen und das ist so, so schwer. Es hört sich so leicht an, aber wir kennen das wahrscheinlich wirklich, dass wir mal so richtig doll Angst hatten und es ist so verdammt schwer, diese Angstgefühle zuzulassen, statt mich abzulenken, wie ich gucke jetzt eine Netflix-Serie oder weißt du was, ich trinke Alkohol oder wie auch immer. Und das sind halt diese Dinge, die kurzfristig helfen, aber langfristig haben die Schaden. Und langfristig verarbeitet man die Gefühle ja gar nicht. Die sind ja immer noch in dir drin, die sind ja immer noch im Körper. Und deswegen ist es wichtig, den Raum zu geben und zu sagen, okay, ich sehe das, dass du Angst hast oder ich sehe das, dass ich gerade Angst habe. Das ist in Ordnung, die hochkommen zu lassen, möglicherweise Menschen zu haben, die einen dabei unterstützen und die dann halt vorbeiziehen zu lassen. Aber normalerweise steigt es halt erstmal ein bisschen an, weil man sich dem dann bewusst wird und dann sinkt das wieder so ein bisschen, wenn man die vorbeiziehen lässt. Und vor allen Dingen, wenn man ins Handeln kommt, dann möglicherweise als nächster Schritt, weil das braucht man, also dieses Vorbeiziehen lassen und das Wahrnehmen der Emotion braucht man, um ins Handeln zu kommen und nicht in diesem Ohnmachtsgefühl zu bleiben oder dass ich das verdränge. Das nennt man auch Abwehrmechanismus in der Psychologie, also dass ich es gerade nicht, also dass ich gerade nicht die Gefühle verarbeite, sondern die wegschiebe oder irgendwas damit mache sozusagen, dann kommt es sozusagen dazu, dass ich ins Handeln kommen kann. Und das ist, was wir auch gerade benötigen und was aber auch so unfassbar viel Stärke Gefühle einbringt. Also wie, ich habe dann das Gefühl, okay, ich kann etwas tun, ich kann handeln, ich bin fähig dazu und dann fühle ich mich nicht mehr so verloren, dann fühle ich mich nicht mehr so kontrolllos und dann gibt mir das auch ein Sicherheitsgefühl. Und diese verschiedenen Faktoren, also einmal die Gefühle zu verarbeiten, und einmal Gemeinschaft zu haben und das Handeln, das sind einfach drei riesige Faktoren und einfach auch etwas Gutes sich selbst tun. Also sich selbst zu akzeptieren und auch mitfühlend mit sich zu sein, weil das ist eine verdammt schwere Situation und das ist auch wichtig, dass man das so sieht. Es hilft nicht zu sagen, ja, okay, keine Ahnung, passt schon, man braucht sich da nicht so viele Gedanken machen, ist doch egal, so würde man mit Freunden des Menschen ja auch nicht sprechen, und sondern mitfühlend mit sich selber zu sein und das zu akzeptieren und zu sehen, es ist eine schwierige Situation, die herausfordernd ist, ist super wichtig. Und dass man etwas Gutes für sich tut, so Sport, Bewegung und etwas Sinnstiftendes macht, wie zum Beispiel das Handeln, in Aktion zu kommen, das hilft super. Genau, und dann gibt es noch Schlaf, wichtig. Genau, und dass man vielleicht auch ein bisschen so versucht, sich von Sorgen zu distanzieren oder vom Grübeln zu distanzieren, weil die Gedanken, so ein bisschen in Form von Wandel und Zyklus, die Gedanken kommen, die Gedanken gehen aber auch wieder. Und die Gefühle kommen und die gehen. Und die Gefühle, die dauern nicht mal 2-3 Minuten an, wenn die einfach nur kommen und gehen, wenn man sie kommen und gehen lässt sozusagen, sondern die ziehen vorbei. Außer man denkt drüber nach und dann steigert das, dann gibt es sozusagen so Holz ins Feuer von den Sorgen und den Emotionen und dann lässt man sie nicht vorbeiziehen und dann bleiben die halt auch prägnanter und das hilft also so ein bisschen so Richtung Achtsamkeit hilft das halt auch. Also wenn man so
entweder meditiert oder Yoga macht oder einfach versucht, etwas bewusster zu sein. Okay, wie fühlt sich mein Stuhl gerade an? Wie genau fühlt es sich an, dass ich auf diesem Stuhl gerade sitze? Wie genau fühlt es sich, also was die Lufttemperatur hier gerade? Solche Dinge. Ja. Falls das durcheinander jetzt Sinn gemacht hat. Nee, das war hervorragend, weil es wäre tatsächlich auch fast mal die nächste Frage gewesen. Fand ich schön, wie du so darauf eingegangen bist, so wie kann ich das erstmal überwinden und dann gleich in diese Haltung zu kommen, dass ich auch was mache und aktiv werde. Das wäre nämlich tatsächlich so meine nächste Frage was gewesen, die ich mir gedacht habe, dann habe ich es überwunden, aber dann daraus aktiv zu werden, so wie ihr jetzt auch aktiv seid, das ist ja noch ein nächster Schritt. Deswegen fand ich, hat das ganz schön so diesen gesamten Prozess tatsächlich gezeigt. Aber ja, gerne. Ja, ich würde das alles unterschreiben. Also sehe ich sehr ähnlich. Genau, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir aus dieser Krisenfixierung rauskommen und dass, ne, das ist jetzt so ein ganz altes Ding, Krise ist immer eine Chance. Ne? Aber ich glaube, hier ist es auch so, dass es einfach die Möglichkeit gibt für neue Wege, neue Entwicklungen und vor allem, glaube ich, auch eine neue Art von Lebensstil, Lebensalltag, und zwar nicht in dem Sinne von jetzt Reduktion oder Verzicht, das ist ja das, wie Klimaanpassung und so weiter heute diskutiert wird, sondern dass es eigentlich ein Gewinn ist. Also ich brauche nicht so viel Materie, ne? Ich brauche nicht so viel Mobilität, das sind ja alles so dann, ne, auch die Ursachen für die Klimakrise, ne? Dass wir einfach zu viel, ne, verbrauchen in jeder Hinsicht, sondern dass wir eigentlich in so einem Lebensstil, wo wir unser Sein einfach erleben und wahrnehmen können, ne, zufriedener sind mit sehr viel weniger. So, das ist ja auch hier so der grundlegende Ansatz. Ich glaube, da ist viel dran und dass wir auch mit unserem Projekt und ihr ja sicherlich auch so versuchen, eher so diese positiven Seiten oder Impulse aus dieser Krise zu nutzen, um neue Wege zu gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das hält eine Gesellschaft natürlich auch nicht ewig aus, dass man quasi ständig im Krisenmodus ist. Und da sind dieses Thema Achtsamkeit, also wie kann ich so persönlich meine Strategien verändern, aber auch wie können wir gesellschaftlich uns anders ernähren, anders Urlaub machen, unseren Alltag anders leben und eines sehr viel gesünderen Daseins in jeder Hinsicht. So, also es ist nicht um Verzicht, sondern eigentlich um Gewinn an Lebensqualität, potenziell. Ja, ja. Und hinsichtlich dieses Krisendenkens auch so ein bisschen so, wir sind, also es gibt ja dieses uralte Beispiel vom Säbelzahntiger, so wir sind ein bisschen darauf konditioniert, dass wir aufpassen müssen, dass wir wirklich gucken müssen, okay, was sind die Gefahren und dass wir die auch wirklich beachten müssen. Und das ist so, Amygdala heißt das, das ist so ein bisschen etwas leichter, vereinfachter gesagt, es ist so diese Furchtstruktur sozusagen im Gehirn, die sitzt ganz tief, weil die auch ganz alt ist. Und deswegen ist es auch super, super wichtig, dass man schöne Dinge wertschätzt, weil die Furchtstruktur konditioniert uns so ein bisschen in die Richtung, dass wir, wenn wir eine schlechte Sache haben, 3 bis 5 Sachen ungefähr brauchen, die gut sind. Und das ist viel. So, man sieht dann eine große Krise und dann braucht man 3 bis 5 Sachen, die gut sind. Und das auszugleichen. Genau, genau, danke, dieser Punkt hat mir noch gefehlt, um das auszugleichen. Und das ist einfach super wichtig, dass man dann einfach wirklich Dinge wertschätzt und schöne Dinge anerkennt. Und das ist super wertvoll, dann sozusagen achtsam zu leben und achtsam Dankbarkeit auch zu empfinden. Und deswegen finde ich auch Handlung so gut, weil man dann halt so merkt, okay, da sind so viele Menschen da draußen, so, so, so viele Menschen, das ist unfassbar. Und zum Beispiel Jane Goodall, also diese Schimpansenforscherin, die hat mal gesagt, ich bin jetzt sehr, sehr viel gereist und habe sehr, sehr viele Dinge erlebt, aber ich habe zum Beispiel zu jeder bedrohten Tierart habe ich immer Menschen gefunden, die sich für diese Art einsetzen. Und wie krass ist das? Es gibt zu jeder bedrohten Tierart, wo sie hingereist ist und sie hat viele, viele besucht, gibt es immer Menschen, die sich einsetzen. Und ich finde, das gibt so aktive Hoffnung. Hoffnung ist aktiv, so sagt Jane Goodall auch. So, wenn man etwas tut, dann kann man auch wieder mehr, also dann ist es auch leichter, Hoffnung zu empfinden. Und damit will ich nicht sagen, dass jetzt alle Jobs aufgeben sollen und alles hinschmeißen sollen, darum geht es nicht. Aber es geht so um so kleine Handlungen und wenn man kann und Kapazität hat, um größere Handlungen. Aber das gibt einfach auch sehr viel und das gleicht, finde ich, auch also viel bei diesem Gut und Schlecht dann auch wieder aus. Okay. Ja. Vielen Dank. Da haben wir schon einiges gehört. Wir hatten auch im letzten Klimahappen mit Obenstadt und Soli Solar gemerkt, dass es
dass man halt gemeinsam tatsächlich mehr bewirken kann. Und wir hatten uns auch gefragt, was denn andere Städte, also jetzt unabhängig von Hamburg, auch machen können. Oder habt ihr da vielleicht Tipps, kann man eure Ansätze auch übertragen auf andere Städte und Kommunen? Norbert? Ja. Dazu fällt mir was ein. Ja, genau, ich glaube, war letztes Jahr auf einer Tagung vom NABU zum Thema Stadtnatur, da hatte ich das mal so präsentiert, die Idee, dass aus meiner Sicht die Stadtteilzentren der Zukunft eigentlich in der Natur sein müssten, aus vielerlei Gründen, nicht nur Kostengründe, sondern auch die wir eben gehört haben. Und insofern glaube ich schon, dass der Heilgarten eigentlich so eine Art modernes Stadtteilzentrum ist, wo ich genüsse wie so ein Reallabor, wo ich ausprobiere, ne, wie wir andere Lösungen finden und naturverbunden leben können. Insofern glaube ich, dass das Modell schon übertragbar ist. Und wir werden auch versuchen, das ist bisher noch nicht so erwähnt worden, dass wir im Stadtteil und im Umfeld uns natürlich auch vernetzen, ne, viele Kooperationen eingehen, auch versuchen, wir haben Stiftung Alsterdorf als Partner, mit denen wir auch überlegen, Projekte zu initiieren, wo wir diese Idee eines Naturlotsen umsetzen, also eines Menschen, der versucht, auch die Menschen mit Beeinträchtigungen aus dem Umfeld dann an einem Nachmittag zum Beispiel zum Heilgarten zu bringen. Und ne, da geht es ja auch darum, Mobilität, wie bringe ich die Leute dahin? Und mit denen quasi gemeinsam was auf die Beine zu stellen, also so quartiersorientierte Entwicklung. Insofern glaube ich, ist das schon ein Modell, weil es auch sehr integriert ist. Es ist ja sowohl gemeinschaftsfördernd wie Naturverbindung, Ernährung, Bewegung. Es ist sozusagen jetzt nicht so eine Sparte, die da bedient wird. Und ich glaube, auch da geht die Richtung hin, dass wir versuchen, so integrierte Konzepte hinzubekommen. Und der letzte, vielleicht wichtigste Punkt ist, dass es wir nicht als Verein das von oben quasi aufbauen, sondern dass es eine Gruppe gibt, die für jeden offen ist. Also jeder kann kommen und an diesem Projekt mitmachen. Wir haben jetzt so eine Kerngruppe von 12 Leuten, die sich alle 2 Wochen trifft und immer austauscht, Verantwortung übernimmt, Aufgaben übernimmt, auch Entscheidungen trifft. Also formalrechtlich und finanziell macht es der Verein. Aber ansonsten wird das Projekt von dieser Gruppe gesteuert. Und auch das ist ein Ansatz, der, glaube ich, Zukunft hat, weil die Leute Interesse haben, ja, selbstwirksam zu sein, also zu merken, hier kann ich dann ganz konkret was machen und es gibt nicht Projekte, die irgendwann mal kommen, sondern hier kann ich heute anfangen zu gießen oder in den Schrank zusammenzubauen oder Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und genau, jeder ist willkommen, egal welches Alter oder aus welcher Ecke er kommt. Also das ist, glaube ich, sind so Ansätze, die wichtig sind und dass so ein Projekt eben auch über Ausprobieren und Verwerfen, ne, sich weiterentwickelt. Auch so sind wir immer vorgegangen und bisher klappt das ziemlich gut. Wir haben aber, muss man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, sehr viel und gute Unterstützung vom Bezirk. Die haben Mittel bereitgestellt, damit wir dieses Waldhäuschen, also unser Vereinshäuschen mit Seminarraum, Büro, Toilette, Küche, das zu ertüchtigen und jetzt auch das ganze Gelände nochmal zu entsiegeln, ne, und so weiter und einfach auch nochmal umzugestalten. Das sind Dinge, die wir natürlich sonst gar nicht mit eigenen Mitteln geschafft hätten. Ist auch eine Voraussetzung, aber hier ist das sehr gut gegeben. Genau, insofern sind wir guter Dinge, dass es weitergeht. Und ich glaube, wie gesagt, nochmal, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, dass es schon auf jeden Fall ein Modell ist, was man vielleicht nicht 1:1, aber von der Grundidee als Stadtteilzentrum in der Natur der Zukunft übertragen könnte. Ja, ja, super spannend. Lena, wie ist das bei euch? Ich meine, Psychologist for Future, das ist ja, du bist jetzt aus der Regionalgruppe Hamburg, aber sonst seid ihr ja auch eigentlich deutschlandweit aktiv. Habt ihr auch schon mal mit Verwaltungen oder Kommunen zusammengearbeitet oder wie könnte da so eine Verknüpfung aussehen? Also wir arbeiten grundsätzlich immer wieder mit Organisationen zusammen, so verschiedenen Organisationen. Wer denn so und, zum Beispiel? Ich bin gerade ehrlich gesagt überfragt, weil das nicht mein Handlungsbereich ist. Also ich gehe, also wir alle gehen immer mal wieder auf Anfragen in verschiedene Bereiche rein. Also ich weiß von ein paar, wo möglicherweise jetzt eine aussteht, eine Kooperation. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die gerade so offiziell bekannt gemacht werden kann. Und weil das gerade leider nicht mein Aufgabenbereich ist, kann ich das leider gar nicht sagen. Aber wir gehen halt immer wieder auf diesem Level sozusagen in Organisationen. Wir gehen in Schulen, wir gehen in Unis und so weiter und versuchen da anzusetzen. Und wir sind auch relativ verbreitet, also nicht in Hamburg, sondern in Deutschland. Also es gibt aus vielen verschiedenen Städten Psychologists for Future sozusagen, die da aktiv sind, auch vor Ort. Und auf diesem Level arbeiten wir eigentlich größtenteils. Also dass wir da Bildung machen oder dass wir auch also Öffentlichkeitsarbeit machen,
Manchmal reden wir auch mit PolitikerInnen. Genau, und das ist so ein bisschen, wo wir ansetzen und versuchen ein bisschen sozusagen indirekt dann da positiven Change zu machen, darüber, dass wir halt so ein bisschen Unterstützungsarbeit leisten. Okay, ja, ich habe auch schon gesehen, auf Instagram seid ihr auch sehr aktiv und habt auch verschiedene Formate. Ich glaube sogar auch Podcasts. Genau, kleine. Podcasts haben wir auch, ja. Genau, die sind auf jeden Fall auch spannend. Genau, da kann man auch, also das wird jetzt bald wieder nur verlinkt, auf unserer Homepage sozusagen. Und wir haben zum Beispiel einen Podcast, der auch auf Spotify, der wirklich ganz interessant ist, wo man sich so mal ein bisschen reinhören kann, wie man umgeht mit verschiedenen Situationen, was so Sorgen von verschiedenen Menschen sind und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ganz interessant, den kann ich empfehlen. Und darüber versuchen wir einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und das ist auch einfach unser Wunsch, so ein bisschen so Klima, dass Menschen Klimawandel anerkennen und dann so die Möglichkeit bekommen, positiv oder selbststärkend damit umzugehen. Mhm. Ja. Okay, ja, jetzt wäre eigentlich so die Zeit, wo wir nochmal die Fragen auch ans Publikum richten. Bisher habe ich aber tatsächlich noch keine Frage im Chat mitbekommen. Also falls es noch Fragen gibt für die letzten, ich glaube, 10 Minuten maximal, können Sie die nochmal schnell reintippen. Dann können wir die auch nochmal stellen. Ansonsten waren wahrscheinlich alle sehr gespannt und haben vor allem gelauscht, was ihr beide zu berichten habt. Genau, aber wir nutzen die Zeit und fragen einfach noch unsere Fragen, die wir persönlich auch haben. Ich habe mich nämlich noch gefragt, was macht ihr denn persönlich auch, um die Natur zu erfahren und Stress abzubauen? Genau, habe ich ja eben schon erwähnt, die Jahreszeitenrituale. Ich bin 8-mal im Jahr draußen, meistens jetzt im Wendland, da bei einer Ausbildung zum naturzyklischen Berater haben wir eine Gruppe, wo wir uns immer treffen und dann immer gemeinsam einen Nachmittag draußen sind in der Natur, um diese Übergänge, sag ich mal, bewusst oder rituell zu begehen. Genau, ansonsten bin ich auch viele andere Wochenende draußen, wo auch immer. Wir haben vom Heilende Stadt aus einen Naturplatz an der Ostsee, vom Kooperationspartner, wo wir auch öfter im Jahr sind. Ich bin viel auf Sylt, also ich bin, wenn meistens hier irgendwo in der Region, an den Wochenenden irgendwo im Grün. Genau. Schön. Ansonsten wohne ich leider in einer Etagenwohnung und habe keinen Garten, aber das ist vielleicht auch der Grund, warum ich einen Heilgarten bauen muss. Genau, wahrscheinlich. Ja. Und Lena, du? Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich verbringe so ein bisschen Quality Time halt ganz gerne mit Freundesmenschen und halt auch, also je nachdem in welchem Kontext, sonst auch mit aktiven Menschen, wenn ich mich darüber austauschen möchte sozusagen. Schließt sich nicht aus, Freundesmenschen und aktive Menschen, aber naja. Genau, und ich mache viel Achtsamkeit. Also Achtsamkeit hilft mir sehr, sehr dolle, dass ich sozusagen... Also ich habe so ein bisschen so ein Morgenritual, was ich auch gerne mache. Ich versuche das nicht als Routine zu sehen, sondern wirklich als Ritual. Etwas, was so ich wertschätzen kann und was auch was ich auch mache für mich, aber auch, dass ich so geben kann. Weil wenn man so selbst ausgelaugt ist, wenn man selbst fertig ist, wenn man selbst überfordert ist, dann kann ich auch nicht geben. Und das ist so ein bisschen so. Ich versuche auch Achtsamkeitsrituale einfach zu machen, um zu geben. Das ist nicht mein Ansatz, ist von den Menschen, wo ich das gelernt habe. Genau, und das mache ich ganz gerne. Und ansonsten versuche ich so rumzutanzen mal oder einfach so Sachen zu machen, die so mein jüngeres Ich so ein bisschen happy machen, so ein bisschen so Leichtigkeit findend. So, genau, rumtanzen, schön, laut mitsingen, solche Sachen. Und Sport hilft ja mir. Okay. Genau. Genau, super. Super Tipps nochmal für die mentale Gesundheit sozusagen auch und für Stressreduktion. Wir haben jetzt doch noch eine Frage reinbekommen und die würde ich jetzt auch noch einmal stellen, bevor wir dann eigentlich schon fast zum Abschluss kommen. Genau, und ich denke, das geht vor allem auch an dich, Norbert. Und zwar, du hattest ja schon angesprochen mit den Stadtteilzentren und dass man die eher in der Natur auch etablieren könnte. Hier ist jetzt eine Frage und zwar, wie kann in einem zukünftigen Stadtteilzentrum Natur und Einzelhandel verknüpft werden. Hast du dazu eine Idee, weil du ja auch aus diesem städtischen Kontext Also jetzt bei unserem Projekt ist es eher ausgeschlossen, weil es gibt ja sozusagen Baunutzung, die vorgeschrieben ist und wir sind eine Grünfläche, also da ist jede Art von gewerblicher Nutzung ausgeschlossen.
Bei uns ist es eher so, dass wir darüber nachdenken, ob die Produkte, die wir da produzieren, dass wir die quasi auch ausstellen, ne, wie so einen kleinen Kiosk haben, und dass man vielleicht gegen Spende was mitnehmen kann, also um auch zu sehen, ne, was man machen kann aus der Natur. Aber genau, also Einzelhandel, daran haben wir noch nicht gedacht, weil es einfach bei uns auch gar nicht geht. Und ich bin auch nicht so sicher, ob das sozusagen jetzt bei dem, was wir machen, zwingend notwendig ist, weil... Genau, das, also fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie dafür. Ja, das ist auch voll in Ordnung. Das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen ein anderes Feld nochmal. Mhm. Wenn man jetzt in anderen Städten und anderen Ideen denken würde. Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen missverstanden worden. Also ich meine eher ein Stadtteiltreff, ne? Also nicht Stadtteil, das Zentrum eines Stadtteils, sondern ein Stadtteiltreff, ne? Ja, genau. Was es klassischerweise ja eher immer in geschlossenen Gebäuden gab, dass man sagt, das kann man in der Natur machen, wo sich eigentlich Leute in einem nicht kommerziellen Kontext treffen können und ne, für relativ günstige Mieten, jetzt was Flächen angeht, ne, aktiv sein können, das in jeder Richtung. Also Gemeinschaft entsteht im Stadtteil. Ja. Na, gibt es noch eine verbotene Frage? Ja, allerdings haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. In einem Satz. Sehr gut. Wir wollen nämlich so ein bisschen nochmal einen Ausblick von euch. Wenn ihr träumen dürftet, wovon würdet ihr träumen und warum? In ein, maximal zwei Sätzen. Irgendwann. Also ich glaube, dass ich am meisten davon träume, dass sehr viele Leute nach und nach in den Heilgarten kommen, weil es eigentlich für mich auch immer die spannendste Erfahrung ist, wenn neue Leute kommen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Anliegen, und das einfach ne, spannend ist, in einer Gruppe zusammen ein Projekt aufzubauen. Und wir freuen uns über jeden, der sagt, das finde ich spannend, da gucke ich mal vorbei. Ne, ist jeder willkommen. Jeden dritten Sonntag am Nachmittag 13 Uhr sind wir auf dem Gelände, einfach vorbeikommen und dazusetzen und mal reinschnuppern, ob das was für euch sein könnte. Ja. Mhm. Ich würde mir drei Ziele so wünschen. Einmal so, dass Klimawandel so auf verschiedenen Ebenen als dieser anerkannt wird sozusagen und dass dann halt Handlungen folgen, dann würde ich mir, das sind große Ziele, Klimagerechtigkeit wünschen, weil das einfach ein sehr großes Thema ist und finde ich nicht genug wirklich ernst genommen oder einfach in Angriff genommen wird. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Förderung von Gefühl, also dem Umgang mit Gefühlen und ja, sozusagen über die Medien oder wie auch immer einfach so verbreitet wird, dass man da positiv mit umgehen kann, dass da einfach so eine Unterstützung leistet, also so eine Unterstützungsfunktion sozusagen geboten wird. Ja, das sind drei große Ziele. Ja, einmal eher die kleineren Ziele und dann die großen. Das ist doch auch eine schöne Verknüpfung. Haben wir alle Ebenen dabei. Ja, lokal und global. Genau. Und schön. Vielleicht ganz am Schluss mal danke für die Einladung. Das habe ich am Anfang nicht gesagt. Ja, ich bin mir auch gefreut, dass wir uns hier einmal darstellen konnten als Projekt und freut uns sehr. Ja, uns freut es vor allen Dingen, dass ihr gekommen seid und unserem Aufruf gefolgt seid. Und ich finde, heute gerade, finde ich, mit dem Klimahappen hatten wir ein wirklich tolles Gespräch. Man hat gemerkt, wir haben uns gegenseitig wirklich von einem Thema zum nächsten. Wir brauchten ja fast nicht mal Fragen vorbereiten, weil sich das wie von selbst ergeben hat hier, das Gespräch. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, das war gar nicht so einfach, die letzte Stunde jetzt in nochmal eine Minute zusammenzufassen. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Und zwar haben wir ja heute einfach in unserem Klimahappen gesunde Städte darüber gesprochen, dass Klimawandel und Gesundheit einfach miteinander in Verbindung stehen. Und dabei geht es nicht nur wichtig, dass wir einfach gesunde und auch lebenswerte Städte haben, sondern es geht auch um unsere psychische und auch körperliche Gesundheit. Die ist da von Bedeutung, um halt letztendlich auch das wieder zurückzutragen in diese ganze Thematik. Und das auch nicht nur alleine, sondern auch heute konnten wir wieder feststellen, gemeinsam können wir einfach auch mehr bewirken und gemeinsam tut uns auch einfach gut, kann man so zusammenfassen am Ende. Und ja, jetzt zum Abschluss haben wir noch so ein paar kleine Hinweise, was die kommende Veranstaltung angeht. Und da möchte ich vor allem nochmal den Aufruf, auf jeden Fall kommen Sie dem nach, gucken Sie beim Heilgarten vorbei. Es gibt wirklich tolle Programmpunkte, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt,
Der Link ist auch einmal im Chat, also gleich draufklicken, Kursplan durchgucken und am besten direkt anmelden, weil ich habe gesehen, einige Veranstaltungen sind tatsächlich auch schon ausgebucht, also glaube ich manchmal, dass Schnellsein sich auch durchaus lohnen kann oder einfach sonntags mal so vorbeischauen, jeden dritten Sonntag hatte ich so mitgenommen, genau. Und dann gibt es tatsächlich auch noch von euch, Lena, sogenannte Onboarding-Termine, genau. Vielleicht sagst du auch da gerne in einem Satz vielleicht, für wen sind die geeignet und klar, was erfahre ich da tatsächlich? Also man kann grundsätzlich Mitglied des Vereins werden und man kann entweder sozusagen Fördermitglied werden und uns ein bisschen finanziell unterstützen oder man kann halt, wenn man Psychologin oder Psychotherapeutin ist, kann man auch sozusagen aktiv mitgestalten in dem Psychologist for Future Verein. Man kann natürlich aber auch aktiv werden in Fridays for Future grundsätzlich oder in diesen Untergruppen. Genau. Also grundsätzlich, genau, und zum Onboarding werden dann halt alle PsychologInnen eingeladen. Nicht, weil wir den Rest der Menschen ausschließen wollen, sondern eher, weil es dann so ein bisschen passt zu dem Fachgebiet, wo man arbeitet. Also, dann nochmal der Aufruf, genau, für alle, die heute da mit dabei sind und alle, die noch jemanden kennen, der für den das interessant sein könnte. Tatsächlich am Sonntag, den 7. Juli von 11 bis 12.30 Uhr findet das nächste Onboarding-Treffen statt. Genau. Auch dazu, wer sich anmelden mag oder das weiterleiten möchte, findet sich einmal der Link im Chat. Ja, abschließend vielleicht nochmal ganz kurz. Nächsten Donnerstag ist es schon wieder soweit. Da haben wir dann nämlich unseren dritten Klimahappen. Am 13. Juni von 16 bis 17 Uhr maximal wieder. Da geht es um Fläche im Wandel. Und wir werden mit den Genossenschaften Neues Amt Altona und dem Gröninger Hof über deren spannende und flächensparende Projekte sprechen. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns drauf, auch da wieder ins Gespräch zu gehen. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Und das war's. Bis nächste Woche. Und genau. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.